Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video schon. Heute habe ich wieder eine tolle Basti-Idee für euch. Ihr braucht wieder das von dem ersten Tag. Oben rechts das i, da gibt es wieder die Bastelanleitung für das hier, was wir beim allerersten Mal gebastelt haben. Sowas brauchen wir heute wieder. Und wenn ihr das habt, zeige ich euch, was wir jetzt machen wollen daraus. Als erstes brauchen wir eine Schere, eine Perle, wenn ihr habt, eine Kastanie oder eine Murmel, wie ihr habt, und einen Faden, einen Strick, Wolle, was ihr da habt, egal was. Und halt das Papier, das A4-Blatt, wo ihr das dann geformt habt draus. So, und wollt ihr schon wissen oder könnt ihr euch schon denken, was es daraus werden soll? Genau, eine Auffangschale, eine Ball- oder Kugel-Auffangschale. So, als erstes, wenn ihr das fertig habt, faltet ihr das wieder hier so in die Mitte. So. Und nehmt wieder hier die Spitze und faltet die wieder hier hoch, dass es schön gerade wird. Das ganz gerade abschließt. Genau so. So, und das macht ihr dann hier rein. So, und schon habt ihr die Auffangschale fertig. Einfach toll, finde ich. So, und als nächstes Schritt braucht ihr die Schere. Am besten schön spitz, dass ihr ein Loch hier reinmachen könnt, wo der Strick dann durch muss. Am besten durch alle Lagen, weil das sind ja mehrere jetzt. So. So, und jetzt versucht ihr das Strick hier, aber den Strick müsst ihr vorher mit der Kugel oder der Kastanie festmachen, wenn ihr seht hier. Ich habe hier ein Loch reingebohrt. Ist schon vorgearbeitet, weil das dauert ein bisschen länger, da braucht man richtig viel. Am besten entweder einen Korkenzieher, da geht es am besten, ein Loch reinzubohren, oder wenn ihr was Spitzes habt. Aber wenn ihr es alleine macht und Kinder seid, bitte lasst euch helfen von euren Eltern, weil das ist echt gefährlich. So, und jetzt nehme ich, ihr könnt eine Nadel nehmen, aber ihr könnt auch eine Schere nehmen, so wie ich, den Strick und versuchen durchzufädeln, dass er durch das Loch durch ist. Und wenn ihr es dann durch habt, braucht man dann die Murmel. So, die Finger hier oben ziehen, dann habt ihr das Strick. Und das guckt jetzt hier oben durch. Und dann nehmt ihr jetzt die Murmel. Wenn ihr keine Kugel oder Murmel oder Perle habt, ist nicht schlimm. Das braucht man nur zum Knoten reinmachen, damit es besser hält. Ihr könnt auch einfach so einen Knoten reinmachen. Das geht natürlich auch. Da müsst ihr halt mehrere machen, damit es dicker wird. Aber wenn ihr irgendwas habt, Perle, Kugel, Murmel, egal was, irgendwas, was ein Loch hat, was man auffädeln kann, versucht ihr das hier reinzufädeln. Wenn es wieder nicht geht, nehmt ihr die Schere als Hilfsmittel, so wie ich. Und zieht sie, oder mit der Nadel. Geht es am einfachsten. Und dann macht ihr einfach einen Knoten hier rein. So. So, und dann nochmal, damit es besser hält. So, und schon hält das. Kann man ziehen. Das hält jetzt hier dran. So, und hier ist es fertig. Und dann läuft es hoch, versucht immer aufzufangen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also, es hat mal geklappt, aber super. So einfach geht das. Und das macht richtig Spaß. Richtig Gaudi. Einfach, man kann es auch so hier so schwingen. Und dann hoch versuchen zu fangen. Also, das macht richtig Spaß. Also meine Kinder machen das auch sehr gerne und sehr oft. Also das, und man ist erstmal beschäftigt. So einfach mit Schwung immer versuchen aufzufangen. Also dann viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Macht's gut. Bye bye. Tschüss.